Leute, oh, ich habe heute wirklich mal länger geschlafen. Ich war mir, hier seht ihr noch, habe ich mir sogar reingehauen, ist sogar schon wieder fast leer. Das haue ich mir wirklich als rein, auch zur Regeneration und auch wegen Schlaf. Ich war richtig am Arsch gestern, ich wollte noch vieles abdrehen, aber ich war so platt. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr stundenlang zum Beispiel am PC guckt und danach habt ihr das Gefühl, ihr habt eigentlich gar nichts gemacht? So ging mir es gestern. Ich bin einfach nicht in die Gänge gekommen. Ich habe auch mega Monster den Überschuss gefahren. Einfach so, weil ich Bock gehabt habe. Über 1000 Kalorien Überschuss. Ja, aber jetzt meine Routine. Ich ziehe mir hier einen Kaffee. Boom. Muss ich erstmal hier das ausleeren. Was ich mir eh immer dann reinhaue, ich haue mir dann wirklich Süßstoff rein. Und Toffee haue mir dann auch. Boom. Und meinem grünen Gerstengraspulver rein. Das haue ich mir jetzt dreimal. 5 Gramm rein. Haue ich mir jetzt ein Glas rein. Spül noch ein Glas hinterher. Ja, zieh mir deinen Kaffee und dann gehe ich hoch und dann fangen wir an mit den Reviews oder halt mit den Zwischenbilanzen. Ja, ich werde, glaube ich, mehrere Videos machen für die Leute, die sich dann interessieren. Und ja, weil ein Video wäre zu lange und ich will halt wirklich Langzeittests machen. Ja, von daher seid gespannt, Leute. Das wird jetzt sozusagen der erste Teil. Ich habe jetzt hier den Push Day angewählt, seht ihr hier, ihr seht 12.05 Uhr, also 320 Kalorien, das heißt, ich gehe jetzt hier auf meinen Activity Manager, grenze es erstmal hier grob ein und schaue dann 12.05 Uhr, halt, ich muss nochmal genau schauen, wie lang das war, 1 Stunde 23 Minuten, Moment, 12.05 Uhr. Das heißt, muss dann bis 1.28 Uhr. Genau. Bam, Leute. So grenze ich das hier ein. Ihr seht hier 311 Kalorien verbrannt in 1 Stunde und 23 Minuten. 1 Stunde 23 Minuten, 320 Kalorien. Das hat mir also. Ja. 8 Kalorien Unterschied, Leute, jetzt, ja, zu diesem Training. Also ist ein richtig, meiner Meinung nach, gutes Ergebnis jetzt. Das sind gerade mal 8 Kalorien Unterschied jetzt, Leute. Jetzt gehe ich wieder auf die Aktivitätslisten. So, jetzt wählen wir mal das mit dem Laufband aus, ja. 212 Kalorien. Jetzt muss ich halt noch schauen wieder, um wie viel Uhr war das. Boom. 13.31 Uhr. Jetzt gehe ich hier wieder auf Reset. Tu das erstmal hier so grob eingrenzen. 13.31 Uhr bis 12 Uhr. Aha. Bin ich ja richtig? Ja, bis 14 Uhr. 1. So, halbe Stunde. Hier zeigt es 166 Kalorien an. Ich muss auch gleich dazu sagen, ich habe es auch wirklich, damit es ein repräsentatives Ergebnis gibt, habe ich es am Arm gelassen. Mittlerweile lasse ich ja beim Body Media, wenn ich laufe. Nee, halt, das habe ich mit dem Fahrradfahren verwechselt. Passt alles, vergisst, was ich gerade sagen wollte. Wenn ich Fahrrad fahre, hatte ich es immer am Bein in der Vergangenheit. Aber für diese Tests werde ich alles am Trizep lassen. So. 166 Kalorien und hier haben wir 212 und ich bin zügig gelaufen, Leute. Was mir jetzt hier, hier wäre ich schon stutzig, das war ein Laufband, Leute. Ich bin konstant gelaufen, selbe Geschwindigkeit, habe da gar nichts geändert und dass es hier auf einmal abflacht, finde ich jetzt komisch, weil normal müsste es hier die halbe Stunde durchgehen und ich finde,
Ja, also ich finde, dass das eher realistischer ist. Hier wird ja auch durchgehend der Herzschlag gemessen. So. Ich zeige euch jetzt die nächste Aufzeichnung, Leute. Aktivitäten. So, wo sind wir jetzt? Bei Hausarbeiten war, glaube ich, auch interessant. 499 Kalorien, Leute, in knapp über 2 Stunden. Wann habe ich angefangen? Um 15.59 Uhr. Dann gehen wir hier wieder auf Reset. Wo war das hier? 15 Uhr. Ich tue das erstmal grob eingrenzen. 15.59 Uhr. So. Genau, 15.59 Uhr, 2 Stunden und 8 Minuten wären wir dann bei 18.07 Uhr. So, 15.09 Uhr bis 18.07 Uhr habe ich ja gesagt, ne? 18 Uhr, halt, wo sind wir? Hier habe ich das falsch eingegrenzt, Leute. Jetzt, sorry. Nochmal jetzt 15.09 Uhr. 15, ach, Leute, ich bin gerade ein bisschen verpeilt, merkt ihr gerade. 15.59 Uhr bis 18.07 Uhr. Ja, jetzt haben wir es hier, genau, Leute. 491 Kalorien. 499 Kalorien. Also kommt auch, also mega, mega nah dran, Leute. Jetzt gehen wir zu den Gartenarbeiten. Da war es etwas Blödes, werdet ihr aber jetzt auch sehen. Das grenzt jetzt auch wieder ein. Das war alles am selben Tag. Da habe ich gleich am ersten Tag mal richtig in die Mangel genommen. 18.39 Uhr, Leute. 56 Minuten. So. Wo haben wir hier? 18.39 Uhr. Boom. Ja, ich will hier nichts falsch machen. 56 Minuten. Ziehen wir hier einfach nochmal 5 ab. 35, genau. Boom. So. 371 Kalorien zeigt er mir hier an beim Bodymedia. Und hier zeigt er mir 251 Kalorien an. Innerhalb von ja, 56 Minuten. Jetzt muss ich aber dazu sagen, Leute, das Bodymedia ist hier durchgedreht. Ihr seht es an den METs. Das war meiner Meinung nach zu hoch. Warum? Weil ich halt den Rasen gemäht habe mit dem Rasenmäher. Ja, also ich habe da jetzt nicht geschwitzt oder so. Ich habe da einfach ganz normal den Rasen gemäht und etwas gekehrt, die Terrasse. Finde ich jetzt hier übertrieben. Das ist aber auch klar durch die Vibrationen. Das ist auch, wenn man Motorrad fährt, dann zeigt es bei den Medien wirklich halt verfälschte Werte an. Das heißt, hier bekommt es jetzt auch wieder Pluspunkte. Genau, das Fitbit. Boom.
Das heißt, im Laufbahn- und Gartenarbeiten bekommt von meiner Seite aus jetzt das Fitbit Credit, sage ich jetzt mal. Jetzt schauen wir uns mal den Leg Day an. Da habe ich es wirklich mittlerweile am Bein, das Bodymeter. Aber hier für diese Tests natürlich nicht, Leute. 28. Jetzt muss ich mir das gerade mal aufrufen. Bumm. 28. Jawohl. Jetzt schauen wir gerade mal an, wie viel Uhr das war. 15:15 Uhr. Ja, 15. So. 15 Uhr. Ich tue es ja erstmal grob eingrenzen. So. Hier fängt es an, das Ganze. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Leg Day. 15:15 Uhr, 1 Stunde und 23, dann wären wir bei 16:38 Uhr. 16:38 Uhr. Zeigt er mir jetzt, es war ja klar, 226 Kalorien innerhalb von 1 Stunde 20 Minuten an. Leute, da brauche ich eigentlich nichts dazu zu sagen. Ja, ich gerade ein paar Beintraining, also deshalb habe ich es bei den Medien eigentlich gar nicht mehr am Arm an, weil ich finde es viel, viel zu wenig. Ja, also da muss Minimum in einer Stunde 300 Kalorien stehen. Anhand der Anstrengung. Und da ist halt der Vorteil auch, dass hier halt der Puls gemessen wird. Ihr seht es, als über 100 war schon der Puls. Und hier habe ich 324 Kalorien. Da finde ich jetzt auch wieder, dass es hier realistischere Werte sind. So. Und jetzt schauen wir uns noch das Pull-Day an. Und dann lasse ich es dabei, nicht, dass das Video viel zu lang wird hier. Ich bin schon bei 10 Minuten. Andere Aktivitäten werdet ihr dann sehen. Oder wenn es. Ja, Moment. Das heißt jetzt hier am 29. Schauen wir uns gerade an. So. Am 29. So, jetzt schauen wir gerade mal an, wie viel Uhr das war. 15:02 Uhr. Genau, 15. Ich tue das erstmal wieder grob eingrenzen. 15. Ich meine, wir sind dann 16:26 Uhr. Das ist halt das Coole, beim Bodymedia kann man das genau eingrenzen. Wenn man, ja, hier seht ihr ja auch wieder, komischerweise hat es mir beim Pull Day, normalerweise zeigt mir es wirklich schwer an, also das ist jetzt ein Zufall, zeigt es mir nur 283 Kalorien an, bei 1 Stunde 24. Und hier fand ich es jetzt auch wenig. Normal habe ich da auch, also. Ich habe es jetzt noch nicht anders getestet, aber ich aus Erfahrung, also ich trage das Bodymedia länger, habe ich nochmal viel mehr. Aber hier zeigt schon mal mehr an, wie hier, was jetzt über ja, fast 1,5 Stunden, nicht mal 300 Kalorien war. Vielleicht war ich doch nicht so fleißig, aber es war auch nach dem Frühdienst, da war ich richtig fertig, aber bin trotzdem ins Training gegangen. Ja, also, kurzes Fazit jetzt schon mal, also natürlich müssen wir uns jetzt die kompletten Kalorien natürlich anschauen von diesen 4 Tagen. Ich mache jetzt hier mal kurzes Break und rufe alles auf. 3 Tage waren das jetzt. Der erste Tag mit sehr viel Aktivitäten. 3300 Kalorien hat mir das Bodymedia angezeigt. Das schiebe ich hier unten. Ihr seht es hier unten, da waren die
Haus, die Gartenarbeiten, und hier dreht Spadimedia durch beim Rasenmähen. Seht ihr es hier? Boah. Diese extremen. Boah, scheiße, Leute. Fokus, ja. Diese extremen Ausschläge hier, das. Ja, war jetzt nicht so, aber das ist klar durch diese Vibrationen. Und beim. Jetzt schaut 3222, trotzdem, das sind gerade mal 80 Kalorien Unterschied oder 90. Also wäre noch akzeptabel, Leute. Jetzt gehen wir auf Dienstag, schauen wir uns den Dienstag an. Dienstag habe ich hier 3147 Kalorien und hier sind es 2933 Kalorien. Das heißt, sind es knapp 200 Kalorien Unterschied. Das war hier mit diesem Leg Day, ja, also mit dem Beintraining. 200 Kalorien, okay. Jetzt schauen wir uns noch den dritten Tag an. 2881 Kalorien. Und hier waren es dann, wo sind wir? 3011. Das heißt 130 Kalorien Unterschied. Also ich sage es euch ehrlich, mit 100, 150 Kalorien kann ich auf jeden Fall leben. Aber ich werde die Tests weiter fortführen, Leute. Und dann weiß man natürlich auch nicht, was jetzt genauer ist. Aber ich sag das mit dem Herzfrequenzmesser, das kommt halt, ja, ich sag's euch ehrlich, also das, je höher auch das Herz schlägt, natürlich verbrennt ihr da auch mehr Kalorien, und das ist halt, ja, was mich beim Beintraining immer stutzig gemacht hat beim Bodymedia. Und ja, also ihr werdet wahrscheinlich noch ein Video sehen oder noch zwei, ich will es dann nicht übertreiben, aber für die Leute, die halt ja, das Ganze richtig ausführlich sehen wollen, weil es ist klar, das Bahn kostet, glaube ich, auch 150 Euro, und man, nicht jeder hat gerade hier das Geld so locker und holt halt mal hier ein Band, da ein Band, und deshalb will ich euch schon richtig zeigen, wie hier da die Unterschiede sind. Im Moment läuft es recht positiv, bin selber überrascht, ja, bedanke mich schon mal vorab für Jonas, der hat mir das Band geliehen, ja, ich soll schon mal überlegen, der hat mich angeschrieben, hat gemeint, ey, ich schick dir, ich habe so ein Bann, willst mal testen, 1:1 mit dem Bodymedia, und er denkt, dass das gute, vergleichbare Werte ausspucken wird, weil er das Bodymedia auch früher gehabt hat. So Leute, das Video wird schon richtig lang, aber es sind halt gute Infos dabei. Wir sehen uns.